Hallihallo und willkommen zurück, Würfelfreunde. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Teile zusammengesucht, um Neshkas Erinnerungen wieder zurückzuholen. Und das werden wir dann auch gleich tun. Aber mir ist aufgefallen, zwischen der Folgenpause habe ich das Spiel beendet, wieder gestartet. Und dann sind ja die ganzen Tongefäße mit dem Geld wieder da. Und dann habe ich mich gefragt, Moment mal, war ich in diesem einen Gang schon? Bin da reingelaufen und was ist mir aufgefallen? Da. Wir haben da was komplett übersehen. Daisy, holen. Dann können wir auch gleich nochmal zum Händler. Und das Geld schon mal kräftig ausgeben. Man kann ja nicht sein. Ist recht. Kann ja nicht sein, dass wir so Geld auf der hohen Kante liegen haben. Was für eine Karte haben wir denn noch nicht? Ich würde einfach nur mal eine andere Karte kaufen, die wir noch nicht haben. Die hatten wir schon, ne? Hatten wir die? Zu einem Zwischenfahren, also können wir mal probieren, würde ich sagen. So. Jetzt haben wir 75, wir sind wieder pleite, das passt perfekt. Ja. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen zu Neshka und ich bin sehr gespannt, wer denn jetzt der Königsmörder war. Neshka, wir haben alles, was du brauchst. Jetzt geht's los mit Erinnerungen. Los geht's. What were we talking about again? Ach, arme Neshka. Okay, wir fangen erstmal mit dem kleinen Finger an. Gehen aufs Porträt. Der alte Arm. Und dann natürlich die Waffe des Königsmörders. So werden wir es probieren. Also gut. Der Graf gab mir diesen kleinen Finger. That finger, it reminds me of something. It was the fight with the king, and he, and I, and we, I'm afraid it's gone. But it's become clearer. Bring me more. I need more to remember. No, ich hab alles da. Ich hab noch einen Gegenstand für dich. What were we talking about again? Und zwar haben wir noch ein Porträt. Oh, that portrait of the children, the triplets, and their father, their poor father. The king killed while he, I can't remember. I need more objects to jog my poor memory. Wir haben noch viel mehr für dich. What were we talking about again? Na, wir haben noch den alten Arm von der Baroness. My arm. I remember. I wore this. I used this to help defend the king when he... On that night when he... But then it... Oh, it's gone. It's gone. Please bring me more objects. I'm so close to remembering. I can feel it. Ach, Neshka, wir haben jetzt den perfekten Gegenstand für dich gefunden. Wir haben die Tatwaffe. Also wenn es jetzt nicht gleich Puff in deinem kleinen Gehirn, wollte ich schon sagen, in deinem Gehirn macht, dann weiß ich auch nicht. What were we talking about again? Also, liebe Neshka... Die Waffe, die wir gefunden haben. Ich bin gespannt, wer jetzt der Mörder sein wird. By the dice maker, I remember this. It came for us so quickly, so savage, we couldn't... It's on the tip of my tongue and then it's gone. It's... I'm sorry, even. What were we talking about? Neshka? Please, even. Bring me more artifacts. They each help, but together I'm sure I can remember something. Ich wollte gerade sagen, das sind alle Gegenstände. Kannst du dich jetzt erinnern, wer den König ermordet und den Krieg ausgelöst hat? Yes, even. You've done it. Na, was für ein Glück. Together, I remember everything. Oh, by the dice maker, you've saved me. Which one of you pranksters rang the bell? I knew it was a trap! Assassins! Oh, trap, murder! Ah, shush, children! Neshka! You're alive! You should all be ashamed!
to have disgraced your father's beloved freedom so, and how proud he was of you. But bloody this, it's just not how he raised you. Listen, I was there that doomed night when your father was murdered. And Nishka the bodyguard recounted vividly what had happened that night. It was a tale of a god lady gone awry, of a blade against mechanical arm, and of a cold-blooded murder. I was going to roll my dice. Well, that's how fights were done in those days. But this murderer didn't play by the rules. My trusty arm was cut off. I returned the favor and tore off the perpetrator's finger. And that perpetrator was the Shadow Man. Busted. Benny! Oh, hey, Evan, there you are. I should have been there to guide you all. I went mad with guilt for failing your father, and I ran away. I am so sorry. It appears that this war might have been for naught. This war was all because you three never talked to each other! You people are the worst! Thanks for the outfit, Bernie. You think you'll be okay now? Sure thing. I can find my way home to One Cross with my eyes closed. Easy peasy. Don't worry, Evan. I'll make sure he gets home. And good luck to you. I'm not good at goodbyes. Say hi to Odd. Oh, I almost forgot. You like Pips, right? This is all that was left of Mr. Shady when you poofed him. Weird, huh? Oh, thank you. Hey, guys. All right. Here goes nothing. Okay, wer hätte gedacht, der Schattenmann war der Bösewicht. Jetzt haben wir sogar schon die Rüstung der Sechser. Beziehungsweise können wir schon ins Königreich direkt reingehen. Das überrascht mich ein bisschen. Ich hatte jetzt echt ein bisschen gehofft. Ja, komm, jetzt haben wir noch Level 4 und Level 5. Also die Territorien. Na gut, dann gehen wir halt gleich in 6 rein. Die Würfelpunkte. Winzige Punktkreaturen auf zwei Beinen. Wenn du sie in einem Punktologen gibst, bringt er sie an Daisy an. Ja, den haben wir ja schon gefunden, aber der wollte ja nur einen dran machen. Na gut, das heißt, wir werden wohl nicht zu den Vierern und zu den Fünfern gehen, sondern anscheinend direkt ins Königreich und unsere Schwester versuchen zu befreien. Hast du noch was zu sagen, Bernie? Und vor allen Dingen der Schattenmann, der ist jetzt weg. Wir müssen gar keinen Kampf gegen ihn machen. Das wundert mich. Hey, Evan. Hey, Bernie, danke für die Karten. Für die Karte. Oh, heck. I just found it in there. I figured it might do something cool in some card game, but I don't know. I hope you like it. What are friends for, right? Eine fehlt uns ja noch, dann haben wir hier alles abgeschlossen. Eine fehlt noch. Hast du Ott gesehen, Bernie? I wish I had. Well, I mean, no, I don't wish I had. Because being a Sixer is supposed to be magical, but that nanny was just really mean to everyone. So it's good that I haven't seen her, because that means the nanny hasn't gotten her. At least, not yet. I'm sorry, Evan. It's been a crazy day. I just want to go home. Kannst meine Eltern von mir grüßen? Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich sie zurückgelassen habe. Ja, das sollten wir mal machen, dass wir einfach mal ein Lebenszeichen von uns verschicken. Sure, I'll tell them. I just hope your dad isn't still mad at me for breaking that teapot. Ach, du warst das. Was? Ich hab die Schuld für das du unbedingt auf mich. Ach, egal. Es ist, denke ich, egal. Then he won't be mad at me at all. Okay, then, sure, I'll tell him no problem. Erzähl ihm auch von der Teekanne. Das schuldest du mir. Ich hab dich befreit. Oh, man. Fine, fine. I'll tell him. But he better be so happy to hear from you that he won't be mad at me. Well, bye. Even? Before I go, I just wanted to say, I hope you find your sister soon.
I always liked her, even. I'm sure she's safe. She can defend herself. After all, she's a great puncher. Was machst du eigentlich, wenn du zu Hause bist? I just want to be a kid again. I don't want to have to worry about people trying to put me in their ribcage. Ja dann, das klingt doch gut. Bye, thanks again. Okay, Bernie ist jetzt wieder, geht jetzt wieder zurück zu den Einser, also zu unserem Heimatdorf. Und wir unterhalten uns nochmal mit Neshka. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir nochmal zurück ins Dorf rennen? Haben die sich jetzt vertragen? Ist jetzt wieder alles okay oder ist immer noch Kriegsgebiet? Okay, keiner da. Alles weg. Na gut. Also zu denen laufe ich jetzt nicht mehr runter, habe jetzt keine Lust. Uns fehlt noch eine Karte, wie gesagt. Dann haben wir auch hier alles eingesammelt. Ich denke mal, wir kriegen das als Belohnung von Neshka. Und vielleicht taucht noch der Schattenmann, der unser Fetischspezialist, auf. Weil wir hatten noch keinen Endkampf, keinen Endboss. Das wundert mich. Hallo, Neshka. There you are. Das war unglaublich. Ah, the real shame was that I was lost for so long. But you... You found me, even. And the war that's torn apart this family is finally over. You did good, even. But you need to move on. I have the feeling other people need you. Ach, Neshka, ich werde dich vermissen. Ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Schiss, was das für eine ist, aber die ist voll nett und lieb. And I'll miss you. What did you say your name was, little girl? Ach nee, ach du und dein armes Gedächtnis, ach Mensch. I'm just having some fun with you, even. Now go, run along now. Neshka has things she needs to do. So, so, und auch noch Faustdick hinter den Ohren. Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Daisy hat Bock. Jetzt wirklich, dass wir nicht mehr gegen den Schattenmann kämpfen mussten. Alles klar. Und uns will ein, es hat eine Karte gefehlt. Okay, das hatten wir auch noch nicht, dass sie uns nicht angreifen. Also wenn jetzt wieder unser Dex, unser Kartenverkäufer hier aufschlägt, dann ist mit ihm was faul. Sehr nobel hier, sehr nobel und alles weich gebettet und wir kriegen hier keine Dings mehr, ne? Keine Rüge mehr, dass man sagt, hey, wir können hier noch Geld farmen. I think it was possible, but I ate too much candy. Wir sprechen erstmal mit allen. Hallo. Oh.
back in the Mahoney. Out again. What's again in lemonade? Yeah, look, Marion's skinny. Okay. Sieht man hier eigentlich, dass wir wandern? Nee, ist, man sieht da gar nichts. Na gut. Was hast du denn zu sagen? Hey, sag mal, bist du glücklich hier? I'm full of candy here, so... yes? Ich werde meine Schwester retten. Ach komm, wir werden alle retten. Without candy? How are you gonna save anyone without candy? Do you have candy? We had lots of candy in Fivetropolis, but not anymore. Okay, du denkst nur an Süßigkeiten. Das ist ja sehr beruhigend. Ja, wir haben Candy, ganz viel Candy. Can I have some? Noch nicht. Ja. Okay, where is your candy? Das sind unsichtbare Süßigkeiten. Ooh, yes, please. Mmm. It's air flavored. Yummy, yum, yum. Okay, der hellste ist er ja nicht, ne? Also so überhaupt, oh mein Gott, ist der, also alles klar. Aber hier liegt ja überall alles mit Süßigkeiten. Du brauchst wirklich Rettung, mein Kleiner. Ach, das sind ja noch mehr. Was ist denn mit dir? I'm scared. Ja, das glaube ich dir. My dad told me not to talk to strangers. They're mean here. So, was hast du? Das heißt nicht, ich bin hässlicher geworden. Von wegen, ich bin in der Blüte meiner Zeit. Du hast heldenhaft irgendwie komisch ausgesprochen. Nein, ich bin in der Pubertät. Da höre ich mich immer ein bisschen anders an. Ja, ich bin es. Bernard. Kann es sein, dass die hier oben nicht alle nicht so ganz dicht sind? Sie entführen uns. Als ob die Menschen nicht lügen können. Es fällt uns nicht einmal schwer. Okay, jetzt ist er schockiert. Wollen wir nochmal reden? Okay, das war's. Wir können hier würfeln. Jetzt echt keine Münzen. Oh. Achso, Daisy. Was ist da los? Komm mal runter. Okay, du hast aber jetzt den besten Weg hier ausgesucht. Hoppala, da lang. Da lang, Daisy. Na, perfekt. Wir sind noch nach wie vor ein Traumteam. Na, komm mit. Hä? Was machst du denn hier? Wie zum Teufel? Jetzt mal ganz ernsthaft. Da ist doch was faul mit dir. Wir können ihn nicht mal anschnacken. Wie zum Teufel bist du hier hochgekommen? Puppies, kittens, rainbows. Oh. Das sieht mir so nach Kampf aus. Wartet mal, was ist denn hier mit Karte? Karte ist nicht keine Märchen. Okay. Wartut. Bitte was? Hallo? Oh, I'm thinking happy thoughts, so I don't remember reality. My mom taught me that, back in Fortown. She grew up during the war. The big one. I miss her so much. I thought this would be fun. But lemonade on a hot day. Getting tucked into bed. A nice warm blanket on a cold night.
Ach, ich hab keine Angst. Ich werde euch alle, allesamt retten. How come? Do you have any happy thoughts? Glaube ich, glückliche Gedanken. Wie schön alles wird, wenn ich meine Schwester gerettet habe. Ich denke dran, wie ich, naja, das alles in Ordnung bringe. Wir wollen die Schwester retten. Things being better forever. That's a happy thought. Things being better forever. With ice cream and puppies and hugs and moms and dads and families and cookies and kittens. And cookies shaped like kittens and made out of ice cream. Oh. Okay, mein Guter, die Synchronstimme kenne ich von irgendwoher. Ich komme gerade nicht drauf, aber die kommt mir so extrem bekannt vor. Und du? I heard they have unicorn ponies in Sixtown. Warum glaube ich das nicht? I heard they have robot buddies in Sixtown and everyone gets a robot buddy and you can boss around your robot buddy. Silas, ich glaube, die haben sie in Bären aufgebunden. I heard the queen has her own magical dream world. Where we all get to play and our dreams come true. Okay, alles gut. Das wird schon. Dann würde ich sagen, kommt jetzt der epische Kampf gegen die große Aufseherin, die rechte Hand der Königin. What are you doing here? Ja, wie, was mache ich hier? Was machst du hier? What does it look like? I'm Nanny Fortuna's favorite. So I'm the most important kid. Okay, das ist schön für dich. Yes, it is good for me. I always knew I was a sixer, and finally, the rest of the world is acting like it. Honestly, some of the kids here, you can put them in a sixer uniform, but you can't change who they are, and... Wait a minute. Even? Uh-oh. Even? It's me, Lucky from One Town. What are you doing here? Ja, wenn ich das jetzt sag, dann wird sie wahrscheinlich... Die ist total verblendet schon, glaube ich. Die wird dann sofort der Aufseherin Bescheid sagen. Ich mach nichts Verdächtiges. You clearly are. What's going on? Nee. Wait a second. You're not even 12 yet. You're too young to be here. You're an imposter. Lucky, hör zu. No, you listen, even. I roll the queen's dice to get here, and you're a cheater. You don't belong here. You're an imposter. You're an imposter. I'm telling. Nanny. Nanny Fortuna. Nanny Fortuna. Ja, wer hätte es wissen können? What? No! Hey, dice. Impossible. The queen destroyed them all. Where did you find that? Tell me? No, you tell me where my sister is, you witch! Oh! You're our dear sister, aren't you? All alone, far from home. Okay, die dreht ja völlig am Rad. Apropos Rad drehen. Was machst du da? Geh weg. Was bist du denn? Kann ich dich anvisieren? No. No. was ist denn das, meine Gute? Ah, okay. Einsammeln. Könntest du mal da drüber fahren? Komm. Was machst du jetzt? Lass das. Mach doch keinen Scheiß. Bomben werfen. Ich bin so unschuldiges kleines Mädchen. Ja, sagst du nichts, ne? I've asked you mean and I've asked you nice. But now it's time to give Nanny that dice. Ja, fahr mal die Dinger kaputt. Oh, oh. Aua. Sag mal, kannst du einfach mal... Oh Gott, jetzt kommen hier die Kleinen. Nee. Scheiße, hol mal. Achso, ja, wir haben ja das experimentelle Kartendeck ausgewählt, um zu gucken, wie die Sachen gehen.
War vielleicht nicht so clever. No one's gonna miss you. Nanny's gonna crush you under her shell. Jetzt ist aber mal Schluss hier. Okay, was macht das nochmal? Ah, okay. Was macht das? Okay. Das nehmen wir auf jeden Fall. Und den probieren wir auch aus. Und die anderen zwei nehmen wir auf Halde. Okay, pass auf. So. Wo sind die anderen Spießgesellen eigentlich? Ja, komm. Machen wir so. Und machen das noch so. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Das war nicht gut. Passiert ja gar nichts. Okay, ich bin sehr unglücklich über unsere Kartenwahl. Aber nichtsdestotrotz, wir können nochmal würfeln. Dann müssen wir jetzt durch. Was haben wir denn da? Oh, das ist gut. Wir können das mal da schauen, was wir hier drunter haben. Den Einerbogen. Den würde ich sogar gleich mal mitnehmen. Ach so. Den können wir aber markieren. Wir haben ja noch eine Nadel. Wir nehmen das. Okay. Die machen wir wenigstens gleich kaputt so. So, gleich mal hier eine drauf. Dann werfen wir gleich mal den Würfel. Wir könnten die Bomben legen. Wollen wir das machen? Ach komm, wir machen das. Die Karte hier markieren. Ach, die haben wir schon markiert. Dann markieren wir die hier. Können wir nicht. Legen die Bomben mal dahin. Nicht bewegen, ne, Nanny? Nicht bewegen. You can scream and you can shout, but Nanny will eat your bones and snout. Das hat aber wehgetan, hä, meine Gute. So. Okay, ihr werdet ja voll aggro. Oh, da hinten sind, die holen wir uns natürlich alle. Okay, jetzt haben wir ein Schwert, das ist gut. Dann werfen wir gleich mal. Ach, Even, du musst mal mehr als zwei würfeln. Aber es macht nichts, das macht nichts. Wir machen einfach nur das. Wir machen einmal das und holen uns das Schwert noch. Das war's. Aua. Let me give you some advice. Give your nanny all the dice! Warte mal, mach mal langsam. Okay. Erstmal würfeln. Eine 3, das ist gut. Was verbirgt denn... Und was haben wir denn hier? Okay, gut. Was macht die Karte? Ach so, das könnten wir natürlich machen, ne? Das Schwert ist so gut wie tot. Holen wir uns das.
keine Ahnung, setzen wir das mal dahin. Jetzt haben wir ein Freidings gut, ne? Screaming, moaning, hurting, dying, Nanny's gonna end you without even trying. Nicht lang schnacken. Aua. Ach was, jetzt hilft's? Das wird nicht gut. Das wird nicht gut enden. This is for your own good, Wanna. Und wir waren so nah dran. Ach Mensch. Na gut. Ich sehe gerade auf die Uhr. Die Uhr sagt, Moment, wir brauchen ein kleines Folgenbäuschen. Und das Folgenbäuschen erfolgt jetzt nach dem epischen Kampf mit der Aufseherin, der Nanny. Ah, die hatten wir fast. Die hatten wir fast, die alte Vettel. Aber gut. Wir werden sehen, wo wir jetzt sind. Müssen wir in einer Traumsequenz, so wie das aussieht. Vielleicht müssen wir jetzt doch erst die Viererstadt und die Fünferstadt durch, oder Fünfer-Ebene durchlaufen, um in die Sechser-Ebene reinzukommen. Wir werden sehen. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.